ich habe relativ lang geschrieben, also es häuft sich dann so einiges an. Also was relativ, ich habe auch über Comedians länger recherchiert und bin dann bei Andy Kaufman gelandet, der mich sehr begeistert hat. Der hat ja ein amerikanischer Komiker, der ja so in den 80ern viel auch mit verschiedenen Rollen gearbeitet hat und der auch immer komplett durchgehend in seinen Rollen geblieben ist, egal was passiert ist. Und der auch einen relativ großen Kontrast oft geschaffen hat zwischen seinen Rollen. Also und da gab es eine, also er als zum Beispiel der ganz schüchterne Typ, der kaum ein Wort rauskriegt. Und dazu im Gegensatz gab es eine Figur, die heißt Tony Clifton. Das ist halt so ein ganz übertriebener Las Vegas-Barsänger. Und ja, die Radikalität, mit der Andy Kaufman seine Rollen gelebt und durchgezogen hat, fand ich, war eine Sache, die mich inspiriert hat. Eine andere Sache ist auch ein bisschen meine eigene Familie, in der es viel gescherzt wird. Mein Vater hat auch einen relativ, wie ich finde, guten Humor oder ein breites Spektrum, sagen wir mal. Und ich habe ihm irgendwann mal wirklich so Scherzartikel-Zähne geschenkt, die er dann über die Jahre immer mal wieder so zum Einsatz gebracht hat. Und ja, sein Humor hat mich geprägt. Und genau, Toni oder jetzt wirklich konkret die Beziehung zwischen Ines und Winfried habe ich mir dann so, aber habe ich erfunden oder im Buch erarbeitet. Klar, Sandra Hüller und Peter Simonische kennt man und hatten wir auch, wir haben ein ausführliches Casting gemacht. Also ich glaube wirklich sehr an Castingprozesse, also auch wirklich jede Nebenrolle ist gecastet. Also das ganze Ensemble, so auch die beiden, also gerade bei Vater und Tochter war es wirklich wichtig zu wissen, wie funktionieren die miteinander. Und ja, wir haben uns getroffen. Peter fand das Drehbuch toll und ich musste natürlich auch nicht nur Winfried casten, sondern auch Toni, weil ja jeder vielleicht ein anderer Toni gewesen wäre. Also es gab im Buch natürlich die Sache mit den Zähnen und auch eine Perücke stand drin, aber wie genau der aussehen sollte, war nicht definiert und wir hatten schon echt ziemlich viel Spaß beim Casting, haben sehr unterschiedliche Typen ausprobiert. Also es wäre schon noch Potenzial da für eine Fortsetzung. Wir hatten einen langen Probenprozess und haben wirklich unterschiedliche Sachen gemacht. Also zum einen haben wir uns mit dem Drehbuch beschäftigt, haben Szenen wirklich geprobt oder improvisiert. Dann gab es einen Teil, vor allem bei der Figur der Ines, die mit Recherche zu tun hatte, wo Sandra mit einer Unternehmensberaterin mitgegangen ist, gesehen hat, in Präsentationen gegangen ist. Das war ein Teil. Dann haben wir aber auch mal so Sachen gemacht wie, es gab so einen Aufgabenparcours, den ich denen gestellt habe. Ich muss nochmal überlegen, wo die beiden ins Lafayette sind, wo Peter mit den Zähnen auch Späße getrieben hat, in der Parfümabteilung oder so. Das Lustige war nur, die Zähne, das sah immer so realistisch aus bei ihm, oder zumindest im Bereich des Möglichen, dass es den Leuten dann gar nicht so unbedingt aufgefallen ist. Aber ich finde es wirklich wichtig auch, dass man viel Zeit auch miteinander verbringt, bevor man in so einen Dreh reingeht. Und durch diese Zeit konnten Peter und Sandra, auch der echte Peter und die echte Sandra, irgendeine Beziehung haben, sich kennenlernen. Und ja, wenn man so von null startet, wäre nicht möglich. Und beim In Bukarest selbst haben wir auch viele Probentage während dem Drehen gehabt, wo wir dann schon mit dem ganzen Ensemble an der Location geprobt haben. Also das ist was ich wirklich so
unersetzlich finde oder für mich eigentlich der wichtigste Teil ist, dass man, bevor man in den Drehtag geht, schon das Staging, sag ich mal, also quasi alle Abläufe festgelegt hat. Regie führen ist ja oft auch wirklich viel Organisation, gerade wenn mehrere Leute im Spiel sind. Wann gehe ich von wo? Wo steht die Kamera? Was nehme ich wann in die Hand? Was wirkt wie? Da ist quasi erstmal oft emotional noch gar nichts gespielt worden, ist schon der halbe Tag rum. Oder man hat auch keine Zeit, es wirklich so aus den Schauspielern rauszuentwickeln. Und das haben wir echt versucht, so oft wie möglich zu machen, dass man halt mit einem Grundablauf schon in den Drehtag geht und sich dann am Drehtag wirklich drauf konzentrieren kann, am Subtext, an den Konflikten, an den Emotionen halt zu arbeiten. Ich wusste ja nicht, was auf uns zukommt, deshalb konnte ich sie nicht auf alles vorbereiten. Ich habe zu Sandra und Peter jetzt auch nochmal gesagt, ja, wenn ich gewusst hätte, wie der Film genau sein muss, dann hätte ich das schon direkt gesagt. Also wir haben ja 100 Stunden Material gehabt und ich wiederhole wirklich viel, also die Takes, um auch dahin zu kommen, dass es wirklich im Moment passiert, dass ich wirklich was vor der Kamera halte, also dass sich wirklich was ergibt dann noch. Und trotzdem hoffe ich versuche ich ein großes Maß an Präzision irgendwie hinzukriegen, inhaltlich. Und ja, das ist manchmal anstrengend, weil es immer wieder bedeutet, dass es Freiheiten gibt, die man wieder zurücknehmen muss, dass man wartet, bis man, oder es so oft wiederholt, bis wirklich alles zusammenkommt. Und im Endeffekt habe ich dann oft entweder wirklich die letzteren Takes genommen oder die ersten Takes, die einfach so frisch rausgelaufen sind. Aber das Projekt hat uns schon teilweise öfter mal alle überrascht, weil es einfach doch, wir haben immer gesagt, ein ganz schöner Kavetsmann war. Kann war schön. Und auch überraschend viel Arbeit dann teilweise. Also ich habe immer manchmal so rübergeschielt, dieses, ja, tschüss, wir gehen jetzt da und da zu dem Empfang oder wir gehen nochmal essen. Und ich habe halt viel Interviews gegeben. Also ich war ein paar Tage, habe ich das Gefühl gehabt, so ein bisschen eingesperrt irgendwo. Aber das Gute war, die Journalisten waren alle sehr nett. Und aber es war schon, also ich fand schon verrückt, irgendwie so ein, ja, einfach so ein Interview-Marathon von 0 auf 100. Zumal ich wirklich noch Dienstag erst, Montag saß ich noch in der Mischung. Dienstag habe ich es abgenommen, mittwochs habe ich mir was zum Anziehen gekauft und donnerstags bin ich nach Cannes geflogen und hatte nachts den Testlauf im Palais und am Samstag war die Premiere und am Sonntag habe ich dann schon, von Sonntag bis Mittwoch habe ich dann Interviews gegeben. Also das war schon so, ich wurde so zackig aus meiner Höhle rausgerissen und ich fand es aber toll und habe mich wirklich total gefreut, dass der Film so gut ankam. Wobei ich auch bei dem Schlussapplaus habe ich dann auch nur, erstmal nur, weil ich so, ich habe das Lied nicht gehört, das Schlusslied. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist so leise, das Schlusslied, was ist denn da los? Ist da was kaputt? Also ich hatte irgendwie Angst. Und dann meinte Ben und unser Kollege meinte, es klatschen 2000 Leute, du hörst deshalb das Lied nicht mehr. Und ich war so, ah ja, okay. Und dann habe ich gedacht, ich habe wirklich lange, weil man auch wahnsinnig aufgeregt ist, wenn man seinen Film zeigt. Das ist ja quasi meine persönliche Nacktparty sozusagen da. Also ich habe wirklich echt lang gebraucht, um dann auch so aufzutauen. Und gerade als ich dann raus war, dachte ich, Wahnsinn, die sind ja sogar aufgestanden und haben so lange durchgehalten zu klatschen. Also in dem Moment war ich fast so ein bisschen, irgendwann gucke ich es mir mal auf Video an.